Also meine eigene Utopie. Ich denke oft, wenn ich Utopie höre, an Träume, an einen traumhaften Ort, an Zukunft und etwas, wo man will erreichen, aber vielleicht noch nicht ganz kann erreichen oder es zu weit weg von der Realität ist, dass man überhaupt zu einer Utopie wird kommen. Es hat mich Wunder genommen, was andere Menschen in meinem Alter, auch schwarze Menschen in der Diaspora, in Basel vor allem, so denken. Hi! Hi! Ich bin Semja, bin 24 von Basel. Ich heiße Hubert, bin 21. Ich bin Tracy, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Dimani, ich bin 21. Ich studiere Soziologie und Wirtschaft, komme jetzt ins zweite Jahr. Meine Eltern sind vor auch bald schon 30 Jahre, von Somalia geflüchtet wegen Bürgerkrieg und bin hier geboren und aufgewachsen. Also meine Eltern sind auch vor 30 Jahren aus Ghana in die Schweiz migriert und here I am. Und das Erste, was mich würde wundern, ist, wie beschreibst du deine Utopie? Meine Utopie wäre einfach eine Gesellschaft, wo Wert gelegt wird auf Sanftheit, sanft miteinander umgehen. Für mich ist eine Utopie eigentlich eine Welt, in der es keinen Konflikt gibt. Wo Wert gelegt wird auf Zuhören, auf Lernen, auf auch Nachhaltigkeit. Meine Utopie ist so eine Art Organ, was sich mega oft so auch verändert, weil es kommen immer Sachen dazu, also man lernt irgendwie dazu jeden Tag, durch das man auch mit Leuten redet. Denkst du, dass wir jetzt gerade in einer utopischen oder dystopischen Welt leben? Ich glaube, jetzt beides. Ich weiss jetzt auch nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass wir in einer Dystopie leben. Das ist vielleicht ein bisschen zu pessimistisch. Es gibt immer so Fortschritte oder gewisse Punkte, wo man sich eigentlich einigt, wo es dann so ein bisschen vorwärts geht und auch irgendwie in die gleiche Richtung. Und dann geht es wiederum so einen Moment im Leben, wo man so merkt, man ist keiner immer noch stuck. Also ich sehe gar nicht, wie man da rauskommt. Ich sehe nur, dass man dann irgendwann mal überleben kann. Es ist mega blöd, weil man hast ja auch nicht so Lust an der Zukunft. Es ist mega schwer, so die Freude zu finden an der Zukunft. Ich sehe gerade nicht, dass es speziell besser wird. Ich sehe nur, dass es alles zeigt, wie drauf, dass es noch schlimmer wird. Ich könnte das auch wieder auf ein Black Struggle Bits beziehen und wir mehr müssen dafür kämpfen, einen Platz zu finden in der Gesellschaft. Und darum ist es halt schon recht weit weg von einer Utopie für schwarze Menschen, weil du dich ja musst irgendwie versuchen zu positionieren in diesem Fall auch. Beschreib die typische Black Joy Moment für dich. Mein typischer Black Joy Moment ist, wenn ich in Jela ist, kommt mir das Lächeln ins Gesicht. Ich denke, oft ist ein Joy-Moment, wenn man in dem Moment gar nicht mehr so darüber nachdenkt. Sondern einfach, wenn man so am Geniessen ist und erst vielleicht im Nachhinein so merkt, das war mega schön gewesen. Ich denke einfach immer, wenn ich mit schwarzen Freunden oder auch mit meiner Familie einfach Witzle reiss oder tanze oder eben einfach, wenn man ist, existiert. Vielleicht auch im Ausdruck als Mensch, wie du dich gibst und die Sachen kannst machen, die dir Freude bereiten. Tanzen, singen, ohne dass irgendwie du halt auch auf deine Blackness musst reduziert werden und das kannst du so leben. Ich weiss noch, das erste Mal, als ich so die Black Joy wirklich gespürt habe, als ich zum ersten Mal aufgelegt habe. Und es war so magical gewesen, einfach all die Leute so vor dir zu haben und ich spiele einfach die Musik, die ich einfach nice finde und es kommt bei den anderen Leuten an. Und es ist vom Kontinent und wir sind alle so wie verbunden in dem. Wir haben klar alle andere Lebens,
Situationen und Positionalitäten und wir haben nicht alle die gleichen Experiences, aber gewisse Sachen verstehen wir einfach wie als Gemeinschaft und die können wir einfach wirklich alle als Gemeinschaft zusammen genießen. Mich selber sein oder du selber sein als schwarze Person, dich nicht müssen verstellen und einfach dich präsentieren, so wie du bist. Dass du frei bist und dich bewegst, wie du willst, wo du willst und auch sagen kannst, was du willst. Und das macht für mich, glaube ich, auch Black Joy aus, dass du daheim sein kannst, in deinem eigenen Ich.